keine Fitness. Ich jogge auch nicht. Warum soll ich joggen? Ich habe noch nie in meinem Leben einen glücklichen Jogger gesehen. Ich bitte euch, wie sehen Jogger im Park aus, wenn sie joggen? Das sieht nach Strafe aus, oder? So, als ob ich nicht mehr nach Hause darf. Leute, habt ihr mal im Park, egal wo, so einen Jogger gesehen? Ja? Dann hat er andere Probleme. Ich habe jetzt neulich gelesen, die glücklichsten Menschen sind ab 45. Habe ich gelesen, ne? Ja, ihr könnt es bestätigen. Entspannt. Die Arme gehen auch noch schwer nach oben. So, ne? Aber, nein, Gott. Ich glaube, das liegt daran, habe ich mal überlegt, woran das liegen könnte. Ich glaube, es liegt daran, weil man ist mit 20, ist man so, ey, mein Leben ist voll geil und ich kann so viel erreichen und ich bin so jung und unsterblich. Und irgendwann ist man so 30 und merkt so, nee. Ich habe Ziele und Träume und ich muss hart arbeiten. Fuck! Ah! Wie so eine Achterbahn. Ah! Und dann ist man irgendwann 45 und denkt, ah, nichts erreicht. Jetzt lebe ich einfach und bumse, genau. Das macht ihr, ne? Das macht ihr. Ich sehe es euch doch an, ihr kleinen Mäuse. Ich habe mich ja, Leute, ich habe mich ja gefragt, wie fange ich diesen Auftritt überhaupt an? Ne? Weil soll ja von Anfang an richtig toll werden. Ne? Und für so stinknormale Standardanfänge bin ich nicht der Richtige. Und deswegen habe ich mich natürlich gefragt, wie fange ich diesen Auftritt überhaupt an? Ne? Weil soll ja von Anfang an richtig toll werden. Ne? Und für so stinknormale Standardanfänge bin ich nicht der Richtige. Und deswegen habe ich mich natürlich gefragt, wie fange ich diesen Auftritt überhaupt an? Und ich habe gedacht, Leute, ja, hallo, ich habe gedacht, ich fange diesen Auftritt an, indem ich, wenn ich hier auf die Bühne komme, ne, ganz langsam, ne, und gehe so auf die Bühne, ne, und dann gucke ich die Leute an. Und der erste spontane Gedanke, den ich dabei habe, den spreche ich sofort aus. Boah.